Ja, ihr Lieben, und heute zu einem Thema, was mir natürlich persönlich extrem wichtig ist, nämlich das Thema Gesundheit. Und beim Thema Gesundheit nehme ich immer ganz gerne das Beispiel der drei Säulen der Gesundheit her. Jetzt könnt ihr mal natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welche drei Säulen denn unsere Gesundheit drauf steht. Ich kläre euch einfach gleich mal auf, ihr könnt ja Pause drücken, aber es sind die drei Säulen: Ernährung, Bewegung und Entspannung. Das sind die drei Säulen unserer Gesundheit, die unsere Gesundheit primär ausmachen. Jetzt, denke ich mal, sind wir uns alle einig, das, was wir am häufigsten machen normalerweise, ist Essen. Das heißt, in dieser tragenden Säule hat Ernährung einen überdurchschnittlichen Wert. Wir sagen immer ganz gern 70% Ernährung, 15% Bewegung, 15% Entspannung, weil das, was wir essen, das sind wir am Ende vom Tag. Und deswegen sage ich immer, hey, wenn wir unsere Gesundheit angehen möchten, dann lass uns doch mal Schritt für Schritt reingehen. Aber lass uns anfangen mit der Ernährung und lass uns anfangen mit einfachen Schritten deine Ernährung zu optimieren. Weil wir wissen alle, wenn wir zu viel, zu schnell umstellen, dann können wir Nummer 1 nicht ableiten, was für uns funktioniert und was für uns nicht funktioniert. Das heißt, immer nur 1 bis 2 Veränderungen, damit wir eben auch den Unterschied, damit wir dieses Plan-Do-Review machen können, planen, umsetzen und dann reflektieren. Und das Zweite natürlich, wenn wir zu viel, zu krass, zu schnell verändern, dann ist es nicht nachhaltig, weil dann hältst du das nicht durch, dann hält es im Prinzip niemand durch, sondern wir wollen ja eine nachhaltige Lebensstilveränderung erzielen bei den Leuten. Und das schaffen wir, ich mache das jetzt seit 9 Jahren, das schaffen wir, wenn wir mit kleinen Schritten uns peu à peu Erfolge erarbeiten, nachhaltige Erfolge, und dann Schritt für Schritt weitergehen. Und wie gesagt, der erste Schritt ist das Thema Ernährung. Da gibt es natürlich einige Punkte, aber das mal für euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Christian. Ciao, ciao.